Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mining and Construction auf der Mining and Construction. Das ist immer wieder ein Running Gag. Mit Freezy und Tiger. Hallo. So. Tiger. Freezy. Wie weit seid ihr bei Ark? Oh, läuft soweit alles, ne? Heißt so viel wie nicht wieder gespielt? Doch. Ich bin eigentlich hinter auf dem Server. Das ist eine alle Drecksau hier, ey. Dass der mal den Motor mal wieder sauber macht von dem Frontlader. Was laber ich denn? Dass der mal hier den Frontlader generell mal wieder sauber macht. Hitcher und Hotter haben jetzt ihre Base zusammengetan. Jetzt bauen sie gerade ein riesen Gewächshaus für den Bären. Ja, Hotter und Hitcher oder was? Ja. Weil Hotter hat gestern Nacht wieder sein Gewächshaus zerlegt. Er hat schon das zweite Mal oder so, der Spieler. Oh, ihr seid ja die übelsten Cutes, ey. So? Oh, wir spielen alle zusammen, ey. Wir sind die übelsten Freunde. Ja, klar. Und dann, wenn wir mit Ark nicht mehr spielen, dann treffen wir uns in Skype. Kannst gerne mitmachen. Machen Videokonferenz. Dann fassen wir uns alle an den Nippel. So. Oder so ähnlich. Wir brauchen 356.000. Ja. Wer geht freiwillig zum Bahnhof? Über Nacht. Sie hat die größere Maps da. An meine Teenie-Maps geht keiner ran. Die bleiben jungfräulich. So, warte mal. Hier haben wir nicht viel. Wir müssten was verkaufen, Leute. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's aus mit dem Verkauf? Läuft alles nicht so richtig hier. Müssen wir mal die Zeit ein bisschen hochnehmen. X. So. Gut, ja, Samstag arbeiten, ne? Ja. Das hätten wir es gewusst. Hab ich dann aber abgelehnt. Echt? Ja. Hat doch keiner was gesagt, hat mich echt gewundert. Naja, irgendwann wissen die hoch. Wer immer kommt und wer nicht immer kommt. Und ich habe morgen Frühschicht, ich sollte morgen eigentlich nur Spätschicht machen, also Freitag. Ich hatte Frühschicht, das heißt 17 Uhr Feierabend, sollte ich auf einmal Spätschicht machen. Warum? Okay. Wollt ihr wissen warum? Weil jemand zur Werkstatt muss. Von den Winterreifen auf Sommerreifen wechseln. Das ist aber nee. Das ist ein Scherz, oder? Doch. Habe ich auch gesagt, ich so nee. Nee, das ist kein Grund, beim besten Willen nicht. Finde ich auch nicht. Also das finde ich ist echt kein Grund. Die Werkstatt hat ja nur bis 18 Uhr auf und dann muss ich meinen Wagen dahin bringen. Ich sagte nee. Ich so, ey, tut mir echt leid, nee. Nee, ich habe Frühschicht, ich will nach Hause, und Samstag auch nicht. Ich sagte, ich will Freitag einfach mal wieder lange vernünftig streamen, ohne auf die Uhr zu achten. Ich sagte, nö. Ja, okay. Ja, gut. Naja, die Termine kann man weitaus also auch anders machen. Also das muss man einfach machen. Das finde ich aber auch. Man hat schon letztes Mal das kann man ja schon böse Absicht unterstellen, ey. Ich habe zum Beispiel auch, ne, bei uns auf Arbeit ist auch so ein Ding. Ich habe Männertag eigentlich nicht frei, weil meine Frau war so lieb. Wo soll denn der Gravel hin, der hier in der Schaufel ist? So, der war hier voll. Kannst du bei den Taufmen da reinkippen? Taufmen, wie auch immer. Tepvenent. Ja, oder wo so. Wo ist das? Achso, da hinten. Die Kartoffelanlage oder was? Nee, wo ist das? Neben der Asphaltfabrik, da, wenn du davor stehst, links. So, und war natürlich nun der Letzte, der sich angemeldet hat, ne? Für Männertag, weil meine nette Frau unseren Jahresurlaub geschrieben hat, ne? Also, halt mit ihren so verglichen, ne? Dass wir ja, wollen ja auch zusammen haben, logischerweise. Ja, klar. Ja, so, ja. Und ich habe dann nicht nochmal kontrolliert und ja, Männertag hat sie natürlich weggelassen. Ja. Und hast du noch gekriegt?
Naja, da hat mein Chef schon rumgeeiert und hat gesagt, naja, nee, eigentlich nicht. Und wir sind schon so wenig. Jetzt ist aber das Problem, jetzt hat der Kindergarten zu, die haben Brückentag. Die Großeltern haben uns dann am Dienstag hier zum 1. Mai mitgeteilt, dass sie in Urlaub sind die Woche. Na, und ja, meine Mutter, der geht's nicht so gut, aber nichts Schlimmes. Das wäre jetzt auch nur die absolute Notlösung und bla bla bla. Und also ganz ehrlich, ey, da habe ich schon wieder gedacht, Scheiße. Ja, da habe ich das heute mal so vorgetragen, habe gesagt, ja, ich weiß, du bist blöd, pass auf, wenn es nicht geht, geht's nicht. Also ich will, es klingt halt auch doof, weißt du, nach Männertag. Ah. So, und ich sag, wir haben da nichts Großes vor und ich bin dann abends sowieso immer zu Hause. Ich sag, wenn es nicht geht, geht's nicht, aber wenn es irgendwie möglich ist, dann, dass wir, weil wir nicht so richtig wissen mit der Kleinen wohin, das ist unser Problem. Ja, und da hat er gesagt, ja, dann machst du frei. No? Ja, schön. Ja. Da hab ich mir gedacht, geil, saufen! Das denn bei euch kein gesetzlicher Feiertag? Was? Vatertag? Ja, doch. Aber doch nicht der Freitag. So. Donnerstagsmännertag. Ja, ja, ja. Der Freitag wäre eigentlich nur Brückentag. Da musst du Urlaub nehmen. Den habe ich auch nicht freigekriegt. Manche Firmen, sag ich mal so, wo ich damals gearbeitet habe, die haben dann gesagt, von wegen der Freitag ist dann immer, machen wir zu, weil lohnt sich nicht wegen einen Tag wieder aufzumachen, aber wird auch Firmen, die trotzdem den Freitag arbeiten. Ja, aber hallo. Ja, wir sind, ich bin im Einzelhandel, wenn wir da den Ding machen, das geht nicht. Da gehen die zur Konkurrenz. Ich fand es übrigens auch interessant, wo du mal erzählt hast, dass du immer versuchst, so unabsichtlich auch das teuerste Produkt zu verkaufen. Ja. Wegen denen für die Firma und so, weil du halt im Sinne der Firma denkst und bla. Und fand ich interessant, was die Leute da geschrieben haben. Ich hab's gar nicht gelesen, was haben sie denn geschrieben? Nicht das teuerste Produkt ist das beste für die Firma, sondern das mit der größten Gewinnmarge. Und das muss nicht immer das teuerste sein. Ey, das ist richtig, ja. Ja. Das ist ja tatsächlich so. Du kannst ja meinetwegen an einem ein billigeres Produkt kann ja eine höhere Marge haben, Gewinnspanne. Na klar. Und dann wäre es ja eigentlich besser, das zu verkaufen. Das stimmt, aber meine Philosophie ist eigentlich immer, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ja. Aber du weißt ja, was lang hält, bringt kein Geld. Das ist auch wieder wahr, das ist gut, das merke ich mir. Das hat mein Tischler mal zu mir gesagt. Ist ja du Arsch, ey. Aber der hat ja auch solche Sprüche zu mir gelassen, wie hier, keine Ahnung, ich will noch das und das von dir. Oder, ach, irgend so ein Blödsinn. Der sagt, er hat irgendwo im Haus ein Möbelstück in Glas Holzwürmer mit eingebaut, was nach so und so vielen Jahren verfällt und dann meine ganzen Möbel auffrisst und meinen ganzen Dachstuhl auffrisst und alles, außer ich gebe ihm das, was er will. Und dann sagt er mir, wo das Glas steht. Ja. Das ist auch gut, ey. Dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, schon mal jemand mit deinem eigenen Radlader in deine Firma gefahren? So vorne direkt durchs Firmentor? Ja. Ich hoffe, er hat wirklich kein Glas irgendwo hingetan. Spaß. So, was brauchen wir noch? Wir bräuchten noch ein bisschen Tar, wir brauchen den ganzen Faschingsverein hier noch, ey. Es ist zum Kotzen, vor allem brauchen wir Geld. Mann. Was holst du da raus? Tailings? Jo. Ja, verkauf die Scheiße mal, Alter. Hab ich vor. Was ist denn hier mit dem Gravel, Alter? Was? Gravel, Produkte, Stone Powder, Sand, Gravel. Gravel, wir haben 141.000 Gravel. Können wir den verkaufen, mal? Du kannst alles verkaufen. Wo kriegt man denn Gravel los? Gravel, Kies, ey. So. Ich wüsste, wo man den loskriegen würde. Ich habe übrigens nochmal einen Kommentar gekriegt von einem lieben Mann, der hat mir nochmal erzählt, wo das Lager ist. Es ist hier. Ja. Du kannst alles hier reinkippen, hat eine Kapazität von 500.000 und kannst sie hier am Rohr wieder rausholen. Das ist echt hilfreich. Dankeschön dafür. Da sollten wir mal alles reinkippen. Ach nee, Village. Warte mal, Village ist da unten die Bude, ne? Ist ja das Häuserding. Jo. Gut, da gibt's für Gravel richtig Geld, so wie ich das gerade gelesen habe.
Aber weißt du, wer auch uns ein kleines bisschen Geld geben würde für Gravel, also ein kleines bisschen bis gar nichts? Gravel ist ja Kies, ne? Jo. Ja, ich. Ja, dann denn. Ich muss das nur noch zu mir nach Hause bringen. Ja. Am Mittwoch kam bei mir wieder der LKW mit 10, also mit 9,5 Tonnen Frostschutz. Was denn? 50 Euro der Kubikmeter. Kannst du mitnehmen, alles. Ist teuer. Ja, ich weiß. Das ist der teuer. Der Preis auch nur für dich, ist nur für dich da. Ja, ich weiß. Spasti. So. Hast du euch denn überhaupt erzählt, dass am Montag Klicky und Randy bei mir waren? Ja, ja. Hast du nicht erzählt. Nee? So, hat er doch einen auch nochmal erzählt. Ja, wahrscheinlich bei Nostalgie. Ich kann Nee. Hier in Mining. Ja? Ja. Okay. Am Montag war Klicky und Randy zu Besuch. Da haben wir gebraten und gegessen lecker und ein bisschen gequatscht. Bei mir gesessen. Schön. Ja. So, gibt Geld. Aber dem geschuldet, weil wir eben nach dem Umzug ja festgestellt hatten, dass Randy gerade mal 30 Kilometer weg wohnt, ne? So. Der Randy. So. Wie viel Geld wird's geben? Was denn? Wie viel Geld wird's geben? Ja, läuft doch schon. Ja, wie viel? Weiß nicht, was Stahl momentan gibt. Was verkaufst du? Ach, Stahl. Bist jetzt sauer, Füße, weil du noch nicht bei mir warst. Bitte? Bist jetzt enttäuscht, weil du noch nicht bei mir warst. Nö. Freut mich ja nicht, dass du vorbeigekommen bist. Finde ich gut, dass du das machst. Ja. Aber ich komme auch nochmal, mach dir keine Sorgen. Mach ich mir aber. Weil du dir Gedanken machst, wenn du vorbeikommst und dann schon die Selbstschussanlagen. Du reinkommst und bei der Haustür kippt eine Monsterdose um, weißt du Bescheid. Und sickert so in den Frostschutz? Ah. Ja, 9,5 Tonnen Frostschutz liegen bei mir im Hof, ey. Schon wieder. Ich kann aber auch nicht genug kriegen. Das Problem, ich habe keine Zeit, die zu verarbeiten, ey. Ich muss morgen länger arbeiten, das kotzt mich schon wieder übelst an zum Freitag. Dann gehe ich noch fix in die Fitte. Bin ich wahrscheinlich... Was machst du denn Freitag im Stream? 17 Uhr aus zu Hause. Oh. Freitag im Stream? Das ist eine gute Frage. Wünschst du dir was? Fortnite? Also mir macht Fortnite im Moment sehr viel Spaß. Aber wir könnten auch... hast du Stardew Valley, Alter? Ah, das hab ich letztens schon gesehen, ey. Hab ich auch schon überlegt, ne? Das ist jetzt Multiplayer, ne? Ja. Aber ich denke, es ist eine Beta. Ist eine Beta, ja. Wie kommen wir da rein? Aber nur einen Code bei Steam eingeben, den kann ich dir geben. Ach so. Und dann drückst du Enter und dann sagt er dir, oh, du bist für die Beta angemeldet, bla bla bla. Dann, ja, stellst du auf Betas da, Beta Multi. Hast du Stardew Valley schon mal gespielt? Ja, ich hatte, ich glaube, 80 Folgen auf YouTube gebracht. Ach, du kennst dich also gut damit aus? Ich habe damals nur aufgehört, weil ich einen Fehler gemacht habe und dann keinen Bock mehr hatte. Aber okay. Jetzt gibt es ja mittlerweile den Deutsch Patch, also ist alles eingedeutscht und so. Ja. Ja, lief auch damals sehr gut damals. Dann war ich aber noch bei 3000 Abonnenten. Das lief ganz gut, das Projekt. Ja, nee, können wir eigentlich morgen im Stream auch mal gerne reinschauen. Ja, gerne sogar. Muss ich noch mal gucken, ob ich das hab. Also ich hab's. Also kostet ja nichts, das kostet 13 Euro, glaube ich, oder so. In Ordnung. Oh, hört ihr das mit 8000 Abonnenten? Da sind 13 Euro nix. Gar nichts. Das ist so... So Cent. Es ist wie
Für die normalen Arbeiter ist das, ist für einen YouTuber mit 8000 Abos sind 13 Euro wie für einen normalen Arbeiter 13.000. 13,99. Kostet das? Jo. Das habe ich zurzeit nicht. Kann mir mal jemand leihen? Ja, Malus, ich mit meinen 8000 mach das locker für dich. Ich mach dir mal keine Sorgen. Eigentlich brauchst du doch nur mit dem Fingerschnipsen. Da hast du da eh vom Entwickler das Spiel am Start. 100 Mal. Ja. Ich darf was überhaupt nicht vergessen, ne? Was denn? Die Spiele morgen verlosen, ey, die ich hier auf Dollar Chichi gezogen habe. Ja, hast du gar nicht gesehen? Du hast Arc gezogen, ne? Ja. Ja. Ja, hab ich gesehen. Ja. Jemand Interesse an Arc? 30 Euro. Was? Jemand Interesse an Arc? 30 Euro. Was kostet 60 Euro, Junge? Ja, ohne Scheiß. Ja, ich weiß. 60 Euro, ey. Ja. Was ist diese? Ja, 35. nach dem Release, nach dem offiziellen Release, dann ist der Preis auf einmal bam hochgegangen. Ja, 40. 40 ist es wert. Glaub mal, Digga. Komm, 40. Okay. 39, weil du es bist. So, warte mal. Was will ich denn damit? Ja, zweimal Sicherheitskopie. Das ist Klappe, ey. Ja, was, ey? Du brauchst Sicherheitskopie. Ja, mein Steam-Account ist sicherer geknüpft als, was weiß ich, ey, Fort Knox, der Area 51. Das ist ein Schlüpfer deiner Mutter. So, und jetzt auf jeden Fall müssen wir das mal abmoderieren. Nee, warte, lass mich mal ganz kurz abkippen hier. Ich will mal gucken, wie viel Geld es für Krabiel gibt. Was? 315.000? Warum die auf einmal her? Ja, ich hab doch Stahl verkauft. Und ich hab verkauft. Gab so viel von Stahl. Echt jetzt? Ja, er hat Tailings verkauft, ich hab Schrott verkauft. Tailings. Okay. Ja, warte mal, ich verkaufe jetzt noch fix hier das Gematsche und dann müsste es ja eigentlich einen Euro geben. Müssen wir ja eigentlich schon fast die Kohle haben. Wieso wird das jetzt so scheiße dunkel hier, Alter? Weil in der Nacht 2 Uhr keine Sau arbeitet. So, wo waren jetzt Gravel? Oh, lecko mio, muchacho. Warte mal, wie sieht denn der Quark aus, den ich hier drauf habe? Kies. Ja, reden wir in der Animals-Folge drüber, ja. Ja, warte. So. Oh, richtiger Trigger. Oh, guck mal, es lohnt sich voll. Es lohnt sich wirklich, ey, Alter. Ohne Mist, ein Anhänger, ne? Was hast du geladen? Noch ein bisschen Tailings. Boah, ein Anhänger, leck mich am Arsch. Krass. Okay, haben wir schon mal unseren 10x6. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, Füße hatte, oder? Ne, ich hab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Ja, schaut mir einfach vorbei. Also, wir schreiben uns dann. Ciao. Tschüss.